euch da alle begrüßen zu unserem kurzen Pressegespräch nach dem Oberligaspiel Optik Radnor gegen SV Lichtenberg 47, in Stand 2:0, Halbzeit 1:0. Wie immer zuerst ein paar Worte vom Gästetrainer. Bitte. Glückwunsch zum, glaube ich, verdienten Heimsieg. Sind heute in beider Halbzeit nicht gut reingekommen, war von unserer Seite kein gutes Oberligaspiel, demzufolge absolut verdiente Niederlage heute hier. Und ja, jetzt sind wir da, wo wir stehen, und werden jetzt gucken, dass wir uns so in die Spur bringen, dass wir da wieder andere Resultate erzielen können. Okay, danke. Ego? Ja, unsere Situation im Augenblick ist ja, hier ist keine Unruhe und was, das ist ja klar. Unsere Situation war natürlich sportlich für uns alle sehr unzufriedenstellend. Aber ich muss sagen, heute mit dem Rest der Truppe, gut ab, wie sie sich als Mannschaft präsentiert haben, so wie ich das will. Und wenn man denn das Spiel noch gewinnt, die erste Halbzeit, denke ich, war sehr gut. Dann muss man vielleicht 2-3-0 oder 3-1 führen. Zweiter war dann nicht mehr ernst, oder der Laufverband ist natürlich immer aus der Konterstellung relativ hoch. Viele neue Spieler, viele junge Spieler. Ich muss ganz ehrlich sagen, Kappa Lichtenberg, natürlich, wir haben gewonnen, nicht so schlecht gesehen. Lichtenberg hat eine sehr gute Mannschaft, die einen sehr guten Ball spielen, viele ordentliche Fußballer drin. Aber man wird damit auch nicht jedes Spiel gewinnen. Das ist klar, wir haben schon eine gute Lichtenberger Fußballmannschaft gesehen, das möchte ich auch mal ganz eindeutig sagen. Und erstmal, ich habe zum einen gesagt, die Jungs, die so weiterarbeiten wie in der ersten Halbzeit, werden mit uns den Weg weitergehen. Und die Jungs, die in der Bundesliga spielen können, die können ja in der Bundesliga verlieren. So. Also ich bin heute eigentlich zufrieden, hauptsächlich wegen der Einstellung. Ne? Und nicht, weil wir das Spiel gewonnen haben. Es gibt ja manchmal Sachen, wenn du in der Unentschieden spielst, aber sie haben sich heute einfach als Mannschaft präsentiert. Und das hat mich eigentlich gefreut. Dankeschön. Okay, so, Fragen? Zuschauerzahl? 175 Zahlen. Alles klar, alle. Das ist natürlich hoch wenig, aber nach den letzten Spielen willst du da arbeiten. Na, muss man so sagen. Absolut. Weitere Fragen? Soll ich für dich nach dem besten Spieler fragen? Wenn du nicht selber einen gesehen hast. Möchten Sie jemanden hervorheben aus Ihrer Mannschaft? Mit dem Kollegen Rechkin müssen wir in erster Halbzeit zu unserem Torhüter sicherlich nennen kann, aber dann hört es dann schon auf. Der uns erst Halbzeit im Spiel, ich glaube, jetzt zweimal hervorragend, ohne alles andere, würde ich jetzt nicht namentlich herausstellen. Ich habe gesagt, ich schloss eine ordentliche Mannschaft fest. Und alle anderen muss erst wieder wachsen. Und dann können wir mal wieder erzählen, auch ist der stark, der spielt überall. Beim BHK. Naja. Okay. Gut. Dann beenden wir hiermit. Wünsche euch alles Gute. Bis zum Rückspiel bei euch. Ich habe gesagt, wir hier gespielt haben, aber ist ja nicht mehr hier. Schade, Geld absagen.